Jo Leute, was geht? Komm rein, lass uns einen Augenblick labern. Ich habe ein kleines Ding, was mir auf der Seele brennt. So, heute kleines Let's Create. Tim hier, moin moin. Ja, wie ihr schon seht, alles ein bisschen gechillter heute. Kein großes Review. Ja, San Diego Comic Con 2018. Ich weiß nicht, ob ihr viel hattet, was euch gefallen hat. Bei mir war es ein bisschen problematischer. Ich fand zum Beispiel ein paar Stände ziemlich cool, die es kleiner aufgezogen haben und sich an die Sachen gehalten haben, mit denen sie groß geworden sind. Zum Beispiel Storm Collectibles. Ne? Ich gucke jetzt gerade Shinakuma an oder auch Ermac hier. Storm Collectibles hat da weitergemacht. Die haben Sektor angezeigt, Cyrax. Mortal Kombat 3 Sub-Zero, genau, Goro, Shao Kahn haben deren Prototypen oder na, erweiterte Testshots, nenne ich mal, von Lobo und Darkseid gezeigt aus Injustice 2. Und es gab viele schöne Sachen. Wir hatten Prime One, die haben sich dran gehalten, was sie gemacht haben. Die haben dann eine neue Bumblebee-Statue gezeigt, Sideshow mit jeder Menge neue Statuen und das ist alles ganz cool und alles gut und schön. Aber ich meine, ne, ich habe hier Hot Toys stehen und ich liebe die beiden zusammen. Die sehen absolut geil aus. Ich habe den Kauf auch absolut nicht bereut. Aber worum es mir heute im Speziellen geht, und das ist auch der Name des Titels, das sind die alten Franchises, die da hinten stehen. Deswegen jetzt auch die Ansicht für euch. Es geht mir halt um die Dinge, womit ich angefangen bin, wisst ihr? Ich habe angefangen, meine erste Hot Toys Figur war der T600 aus Terminator 4. Immer noch eine Granatenfigur. Und der hat mich so drauf gebracht, dass ich mir tatsächlich nochmal das Endoskelett alleine geholt habe, weil diese beweglichen Schulterelemente und alles, die waren einfach der Kracher. Und dann kam mir der MMS 117 raus. Der Galeria T800. Und das ging so weiter. Ne? Dann kam der 129er T1000, dann kam Sarah Connor, dann kam der DX13 und dann kam noch der 136er Tech Noir irgendwann zwischendrin. Und dann war im Endeffekt tatsächlich erstmal Pause. Und das ist so ein bisschen schade, ne? Weil mir persönlich geht es halt darum, auch mal ein bisschen was fertigzustellen. Ich meine, klar sind die ganzen Marvel-Figuren alle toll. Die Iron Man, klar sind die alle toll. Aber es geht ja auch ein bisschen darum, alles komplett haben zu wollen, oder? Und wenn ich mir so überlege, ja, die ganzen neuen Filme, die kriegen ihre Figuren, aber meistens kriegen die nur die Helden, oder? Ich meine, jetzt kriegen wir Winnie Pooh. Das ist so ein Ding so, das ist ein Teddy, da kann man auch ein bisschen auf steif warten, wisst ihr? Naja, wenn ich mir das so angucke, klar haben wir hier den Bösewicht des ersten Terminators. Richtig? Aber was fehlt denn? Es fehlt Kyle Reese, es fehlt Sarah Connor. Und wenn man sich mal einfach, da gehen wir dann noch rüber zu meiner Robocop-Sammlung, das Ganze anguckt, oder auch Star Wars, Han Solo und Chewie, Two-Packs funktionieren. Das funktioniert auf jeden Fall. Und ich finde, Hot Toys könnte definitiv mal Terminator 1, Kyle Reese mit Sarah Connor rausbringen, wie sie damals waren. Kyle Reese mit einem anderen Klamottenset dabei vielleicht. Und so ein halber T800 kaputt gesprengt vom Ende des Films, wisst ihr? Battle Damage Sculpt für Kyle Reese dabei. Und das Ganze wäre fertig. Denn dann hätte man im Endeffekt Terminator 1 voll. Das wäre fertig. Oder auch mit Terminator 2. Ich meine, hier haben wir tatsächlich alles, was wir wollen. So, ne? Ich meine, hier haben wir das Third Party hier, das Teil, das ist Q-Model, wo er da den Double Take macht in der Galeria. Wir haben den Liquid Metal für den DX13, den T8000, wir haben den Biker T1000. Da ist im Endeffekt alles bei. So, ne? Also da kann man sich nicht beschweren. Aber auch da, ein John Connor. Wo ist ein John Connor? Müsste nicht mal ein super teures Release sein. Kleiner Endo-Arm dabei und das Ding wäre auch schon fertig. Also das ist das Problem, was ich so ein bisschen mit der Line habe. So, die ganzen alten
Figur mal vorstellst. Und auch wenn ich das nicht habe, auch Aliens. Wir haben jetzt Alien 1, haben wir Ripley gekriegt. Die anderen Charaktere aus dem Alien sind jetzt vielleicht nicht so super kultig. Nichtsdestotrotz. Aber Aliens, wisst ihr? Wir haben vor 2 Jahren oder mittlerweile vielleicht sogar 3, haben wir den Prototypen gesehen von einer neuen Ripley aus Aliens mit einem Powerloader. Aber das war's auch wieder. Ewigkeiten vorher hat Hot Toys mit den alten Militärfiguren angefangen. Die haben den alten Kyle Reese rausgebracht in seiner TACCOM-Uniform. Wir haben die alten Marines gekriegt. Und jetzt wäre das doch für Alien wäre das auch im Endeffekt auch nicht schlecht. Oder Aliens. Dass man dann zum Beispiel Dwayne Higgs und keine Ahnung, Newt passend zu Ripley. Also ich verstehe das nicht. Also mir geht das nicht im Kopf. Weil das Geld liegt da quasi rum. Wisst ihr? Wir haben Iron Man 3, Tony und Pepper gehabt. Das Ding hat auch funktioniert. Und wenn wir mal darüber wandern, dann haben wir hier auch eine Collection, die nicht komplett fertig ist. Und was ich meinte mit dem 2-Pack, was funktioniert hat, wir haben hier den Human Alex Murphy und wir haben hier den Battle Damage. Den Battle Damage und den vollen Diecast, die kann man miteinander tauschen, sag ich mal, Teile, dass man den komplett Battle Damage hat, als er sich auseinander sind, hier mit der Zange, noch ein kleines extra Teil dazu gebaut und fertig. Aber auch hierbei, keine Bösewichte. So. Wo sind Dick Jones? Wo sind Clarence Boddicker? Das wäre auch ein 2-Pack, was nicht super teuer wäre. Das wäre alles, ja, Geld, was Hot Toys liegen lässt. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist ein bisschen ärgerlich. Also ich habe jetzt keine Pre-Order mehr von Hot Toys. Und ich sammle Hot Toys wirklich gerne. Das sind schöne Figuren. Viele halten das für Puppen. Ja, ist Mezco aber im Endeffekt auch. Aber es sind tolle Collectibles, man kann da viel mitmachen, Dioramen und alles Mögliche. Aber das ist ein bisschen Fail und das stört mich so ein bisschen. Es kann sein, dass viele von euch jetzt denken, wohin will er mit diesem Video und gebt mir einen Daumen runter. So. Kann ich verstehen. So. Das ist jetzt mein Ding. Das ist mein Problem, was ich jetzt gerade habe, wo ich finde, da könnte man mehr draus machen. Und ich finde Hot Toys, ja, wie man so schön sagt, ist dropping the ball. Wisst ihr, was ich meine? Da gibt es so viele Möglichkeiten. Wie gesagt, Clarence Boddicker, Dick Jones hierbei. Einfach 2 True Types zusammenklatschen mit einem Anzug. Als kleines Accessoire hier diesen Tracker, den er gekriegt hat von Dick Jones. Wisst ihr, das ist nichts Großes. Das wäre nicht teuer. Was ich sagte, Sarah Connor, Kyle Reese, ist alles nicht teuer. Man könnte das Kyle Reese Sculpt, könnte man mit veränderten Haaren, könnte man nutzen für Dwayne Higgs, für Aliens. Das Geld liegt da rum. Wisst ihr? Und klar, sind die Iron Man Lizenzen teuer? Ja, sicher. Die ganzen anderen Disney Lizenzen und DC, Star Wars sind die teuer, natürlich. Aber die Figuren, die sind alle ausverkauft. Die gehen alle weg. Wenn ihr euch mal die Aftermarket Preise anguckt, die gehen weg. Die laufen. Und in dem Sinne, ich hoffe, da passiert noch mal was. Weil zum Beispiel, was ich sagte, zwischen dem Police Shootout T-800 und dem 136er lag so viel Zeit, wisst ihr? Und da hat Hot Toys immer ein Teaserbild gezeigt. Ein 1:4 Endoskelett gekriegt und ein 1:6 wurde geteasert und dann auch ein 1:4 Police Shootout. Der Police Shootout in 1:4 ist nicht zustande gekommen. Stattdessen haben wir die Dinger gekriegt. Ich weiß es nicht. Das ist alles ein bisschen inkohärent. War so ein bisschen ein kleiner Rant von mir heute. Von daher, vielleicht hat es euch ja trotzdem ein bisschen gefallen. Packt mal in die Comments, was ihr dazu denkt. Mich würde es interessieren. Falls ihr es gut fandet, gebt mir ein Like. Wenn nicht, gebt mir einen Daumen runter. Kann ich auch mit oben. Passiert. Über das Subscribe würde ich mich natürlich auch freuen. Anregungen wie immer, steht alles unten auch in der Beschreibung, aber trotzdem at Figure Photography Crate. Auf Facebook und Instagram könnt ihr mich auch erreichen per Mail figure.photography.crate@web.de. Ich hoffe, ihr habt erstmal ein schönes Wochenende und ich habe da irgendwo dich auf vollkommen taube Ohren gestoßen in dem Sinne. Als nächstes kleiner Mix-up in meinem Plan, was ich hatte. Ermac gibt es nach dem nächsten Review und das wird jetzt in den nächsten Tagen Powerbaser sein, die schwarze Variante von Fans Hobby, aka Nucleon Quest Optimus Prime. Den gibt es als nächstes, den habe ich schon drüben im Wohnzimmer liegen. Den checke ich für euch aus. Deswegen erstmal einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Hau rein und tschüss.